Herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz zum Oberligaspiel des BFC Dynamo und VfL Wolfsburg live oder Berliner Pokalsieger gegen amtierenden NOV Oberligameister. Dem Gästetrainer zuerst das Wort zur Spielanalyse. Ihr Fazit. Ja, natürlich erstmal so von der Erwartungsweise des Spiels oder wie sie spielen. Nichts mit diesem Fußball, was wir haben gezeigt in den letzten drei Spielen. Diese Punkte natürlich, wir müssen auch zufrieden sein. Normalerweise in der letzten Halbzeit, dann wir machen unsere 2-0, gleich ist diese Sache zu und es sieht so anders aus, das Spiel zum Ende. Aber natürlich, wir haben auch ein paar Chancen zum Schluss. Wir haben da auch Linie gerettet, diese schädliche Tor, diese Punkte, wir müssen zufrieden sein. Natürlich, in diesem Spiel war viel Emotion von beiden Seiten. Durch diese Emotionen, wir haben auch rote Karte gekriegt. Zum Schluss, zum letzten 2 Minuten, wir haben 10 Leute gespielt. Wir haben ein bisschen umgestellt in unserer Mannschaft. Und ja, mit diesem Punkt, wir müssen nach Hause fahren und wir sind zufrieden mit diesem Punkt. Natürlich, nach 4 Spieltagen, wir haben 10 Punkte und das gibt keine große Aua oder große Probleme. Wir sollen weiter arbeiten. Und unsere Fußball, offensive Fußball, das erste Spiel zeigen. Dankeschön. Heiko. 90 Minuten mit 2 wirklich vollkommen unterschiedlichen Halbzeiten. Deine Analyse? Ja, und ich meine, wenn man gegen den Spitzenreiter der Liga und Traumlosen eigentlich mit der Mannschaft mit der gleichen Qualität, das wusste man vorher. Wenn man sich dann dieses 0-1 einfängt bei einer Standardsituation, wo eine ganz klare Zuteilung war, wo eigentlich hundertprozentig besprochen worden ist, wie wir uns da verhalten wollen, und dann musst du da hinterher rennen gegen diese Mannschaft, ist es verdammt schwer und wir brauchten einfach eine Halbzeit, um reinzukommen. Ich denke, zweite Halbzeit war es ein ganz anderes Spiel, wie du schon gesagt hast. Wir waren viel präsenter, wir waren endlich mal auch die aktivere Mannschaft, mussten natürlich mal wieder auf Kontersituationen des Gegners aufpassen. Aber da haben die Jungs echt Gas gegeben mit der Einwechslung von Sven Marken, kam nochmal richtig Feuer rein in das Spiel. Und mit ein bisschen Glück, was wir momentan einfach nicht haben, gewinnen wir dieses Spiel auch. Und ich denke, das wäre auch nicht unverdient gewesen. Wird natürlich alles überschattet durch die extrem schwere Verletzung von Sherdan Biran. Wir hoffen, dass sich nicht das bestätigt, was es momentan an Informationen gibt, dass Sherdan das Kreuzband komplett durch ist. Und das Spiel sieht verdammt scheiße aus, muss man so deutlich zu sagen. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist, vor allem für Sherdan und auch für die Gruppe. Ja. Danke. Es geht trotzdem weiter. Ich glaube an die Qualität dieser Mannschaft, an den Kader. Ich glaube, dass die Mannschaft auch noch besser werden wird. Der Anton Turan steht kurz davor, wieder zurückzukommen. Wir brauchen einfach mal so ein Schlüsselerlebnis, einfach mal einen Sieg gegen ein Top-Team. Dann wird das alles wachsen. Überhaupt keine Frage. Und, ich kann es mir nicht verkneifen. Sorry, aber wenn in der 30 Minuten eine ganz klare rote Karte geben wird, durch ein Nachtreten, dann läuft dieses Fußballspiel anders. Es läuft auch in Malcho anders, wenn wir einen berechtigten Elfmeter kriegen, wo der Gegner wegen einer Notbremse rot kriegt, spielt es auch Überzahl, führst unter Umständen Malcho. Also ist es momentan nicht einfach. Und vielleicht sollte der eine oder andere sich mal vorstellen, du stehst da unten auf dem Platz und rennst und rennst und rennst und immer wieder treffen dich Entscheidungen, die maßgeblich den Spielfluss das Spiel beeinflussen und liegen komischerweise immer gegen uns. Also es ist momentan schwer, die Mannschaft versucht sich dagegen zu stemmen, das versuchen wir alle, wir versuchen auch immer wieder das alles ein bisschen runterzuspielen, aber es ist natürlich nicht einfach auf dem Platz, das immer wieder wegzustecken. Und deswegen denke ich, vor allem die zweite Halbzeit, noch ziehe ich einen Hut von meiner Mannschaft. Aber wir haben heute keinen Abseits bei Einwurf hinzufügen. Dann ist schon mal einen Schritt weiter. Ja, gibt es seitens der Pressevertreter Fragen an die Trainer zur Partie? Heiko, du siehst eine Torform Pressmann-Riss von Schalke als Abseits? Oder? Wir müssen ja kein Verfolgungswahn entwickeln. Das kann schon, ich denke mal schon, das könnte durchaus abseits gewesen sein. Aber Lisa hat es schon immer daran, ist einfach, dass die Verletzung von Scherben dementsprechend krass ist. Okay. Ja, so. Schon Karaduman ebenfalls beide verletzt vor, was liegt davor? Gut, schön verletzt. Gut, hatte ich das Spiel, was ich vorher erwartet habe. Gutsch und Karadum haben sie ja gerade. Nee, Gutsch habe ich rausgenommen, weil einfach Kevin für mich zu wenig gegen die Ball arbeiten hat. Wir wussten, dass wir Tor nur im Spielaufbau attackieren müssen, damit sie uns nicht vorführen.
Okay, wenn dann würde ich das immer versuchen, was ich von ihm erwartet habe. Und wenn ich dann sehe, wie Martin vor allem zwei Leute marschiert ist, das ist ein anderes Kaliber. Und wie er sagt, wir haben eine gute Gruppe. Wir haben Qualität auch in der Breite. Und wenn einer nicht funktioniert, ist der nächste Part. So einfach ist das. Und bei Karl Luhmann hat einfach ein bisschen Zeit. Nicht der Fall, dann gibt es aber trotzdem noch zwei Nachrichten. Zu eins, Martin Lange wird den BFC Dynamo verlassen. Er hat ein Stipendium in den USA, wird dort an einem College oder einer Universität Fußball spielen können und das für 4 Jahre. Und ich denke mal, das ist ein Karriereschritt für ihn, der ihn auch sicherlich weiterbringt und deswegen wird er zukünftig für den BFC nicht mehr auflaufen. Aber es sind noch nicht die schlechtesten Nachrichten. Ja, ist nicht einfach, aber ich muss es ansagen, Trainer Heiko Bonan hat heute sein letztes Spiel gemacht. Er wird in den Trainerstab von Thomas Doll aufrutschen und nach Saudi-Arabien wechseln. Ist heute nicht der 1.4., das sage ich ganz ehrlich. Heiko, vielleicht kannst du noch ein, zwei Worte dazu sagen. Ja, grundsätzlich, es tut mir leid, dass ich den BFC jetzt in die Situation verlassen, nur ich denke, jeder kann sich vorstellen, dass das auch für mich ein riesen Karriereschritt ist. Tommy Dörli hat mich angerufen, der hat Ali Hilal übernommen, das ist einer der größten Vereine in Asien und die spielen jedes Jahr um die Champions League dort unten mit, sind letztes Jahr, glaube ich, im Halbfinale ausgeschieden, da haben wir ganz klar die Zustimmung, sie wollen das Ding auch nochmal gewinnen. Er hat sich jetzt einen Trainerstab zusammengestellt, hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann und nach reiflicher Überlegung habe ich gesagt, das kann ich nicht abnehmen. Das gebe ich auch zu, finanziell sehr lukrativ, andersrum war natürlich auch die Möglichkeit mit Thomas Doll vielleicht auch, wenn er mal wieder zurückkommt. In den Trainerstab weiter zu arbeiten. Ich sehe das als Karrierechance auch für mich, einen weiteren Entwicklungsschritt zu machen. Ich möchte mich wirklich bedanken bei den Verantwortlichen des BSC, dass sie das verständnisvoll aufgenommen haben, meine Entscheidung. Ich möchte mich bei den Fans bedanken für die anderthalb Jahre, die ich hier war. Ich habe viele super Typen kennengelernt. Ich habe da immer zugestanden und ich kann es nur nochmal sagen, der BSC hat einen viel schlechteren Ruf, als er wirklich ist. Es gibt so viele herzliche, nette Menschen hier, die es einfach verdient haben, dass es mal wieder sportlich nach oben geht, dass man irgendwann mal vergisst, was vor 20 Jahren war, oder der BFC betrachtet, wie er jetzt ist. Aber da muss man herkommen, da muss man den BFC erleben, da muss man mal zu Einzelheim gehen, dann sieht man, dass das ein ganz anderer Verein ist, als in der Öffentlichkeit immer dargestellt wird. Wir haben es gerade der Mannschaft mitgeteilt, meine Entscheidung. Ja, wie gesagt, es ist ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, ich hätte es mir auch ganz anders gewünscht, überhaupt keine Frage, aber ja, ich will diese Schicht machen. Wie hat denn die Mannschaft reagiert? Zum Glück haben sie nicht gejubelt. Aber David Schimmel vielleicht hat zum Schluss zu nehmen, tschüss Bohnen. Also. Ich kann etwas sagen, so als Trainer von der gegnerischen Mannschaft, ganz gut, viel Erfolg, Glückwunsch zu diesem Aufstieg. So, normalerweise als Fußballer macht auch seine Karriere, Trainer macht auch seine Karriere. Und ich glaube, so das war. Und den Namen muss auch verstehen, das ist eine tolle Chance für den Trainer, seine Entwicklung weitermachen. Und ich glaube, so. Kommt hier die Frage, wie Mannschaft reagiert. Mannschaft ist so, ich war bei nichts gleiche Situation, aber letztes Jahr ich war Spieler zusammen mit diesem Kader. Und das geht einfach für den Charakter dieser Mannschaft. Die Mannschaft hat Charakter, das Mannschaft kann mit dieser Entscheidung umgehen. So, sollte es jetzt noch Fragen ins Thema geben? Steht schon Nachfolger fest? Nein, steht noch nicht. Was mit Nachfolger? Gut, ansonsten können wir jetzt verabschieden und würde mich freuen, wenn Sie morgen 10.50 Uhr zum mein Vorleitung da sind. Was sagst du?